herzlich willkommen zu einem neuen Hotelrundgang. Wir sind mitten in Dresden im Taschenbergpalais. Dem Kempinski Hotel hier in Dresden. Direkt, ja, da wo die Sehenswürdigkeiten sind, oder? Inmitten der ganzen Prachtbauten hier. Der Zwinger, das Residenzschloss. Dahinter ist die Semperoper und das ist das, ja, Taschenbergpalais. Wir gehen jetzt zum Frühstück, denn es ist früher Morgen und das Frühstück ist inklusive. Kann man dazu buchen oder ist es inklusive, wie bei uns zum Beispiel, denn die haben über unsere Webseite gebucht oder Virtuoso zum Beispiel, das ist das Programm, mit dem man ein automatisches Upgrade bekommt, zum Beispiel bei der Ankunft und beim Einchecken oder ein kostenloses Frühstück für zwei Personen und außerdem auch ein Lunch, ein kostenloses Lunch während des Aufenthaltes. Was wir zum Dinner übrigens abgegradet haben für 15 Euro pro Person, was ziemlich genial ist und wir sind sehr gespannt, wie es aussehen wird, aber wir nehmen euch natürlich mit, wie gesagt, Stefan hat es gesagt, über unsere eigene Webseite, da brauchen wir nämlich auch keinen Status dafür, den haben wir hier nämlich gar nicht. Ganz genau. Hätte man einen Status, oder zum Beispiel bei Hilton oder bei Marriott Bonvoy, sammelt man trotzdem den Stay, die Nacht und auch die Punkte. Und nach dem Frühstück zeigt euch Stefan als erstes mal unser Zimmer, was wir gleich bei Ankunft schon gedreht haben, damit ihr sehen könnt, wo das Upgrade hingegangen ist. Genau. Und ab zum Frühstück. Das ist das Frühstück im Kastenmeiers. Das ist auch ein Fischrestaurant. Das zeige ich euch aber später nochmal im Detail, was man hier Leckeres essen kann. Zum Frühstück gibt es eine Etagere mit ganz viel sächsischer Wurst. Zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne ein Omelette oder ein Egg Benedict. Dann order ich es entweder direkt am Tisch oder hier zur warmen Station da drüben und lassen wir das frisch zubereiten. Und das ist unser Zimmer hier im Taschenbergpalais, direkt in der Innenstadt. Habt ihr ja schon gesehen. Wir haben sogar Glück gehabt, dass wir ein doppeltes Upgrade bekommen haben in eine Junior Suite. Das ist also eine Junior Suite. Und das Beste an dieser Junior Suite ist, zeige ich euch schnell mal, der Blick nach draußen. Guckt euch das an. Wow. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Fenster und habt ihr das gesehen? In jedem Fenster, fast jedem Fenster war was zu essen, eine Kleinigkeit zu essen. Da Schokolade und Früchte und hier drüben eine kleine Canapés. Wow, vielen Dank für den herzlichen Empfang hier. Gucken wir nochmal schnell in das Badezimmer hinein. Das Badezimmer mit einer Dusche, einer großen Badewanne, zwei Waschbecken, großer Spiegel und die Toilette. Ja, die ist jetzt eher so zweitrangig, sagen wir mal so, der Waschbereich, sondern das Beste ist ja tatsächlich dieses Riesenzimmer. Gut, wir machen es jetzt fertig. Wir sind ja gerade erst eingezogen. Wir sind jetzt mittlerweile eigentlich schon mitten im Video. Gucken noch mal, was es an schönen Zimmern hier in diesem Hotel zu sehen gibt. Nachdem ihr jetzt ja unser Zimmer schon gesehen habt, gucken wir uns jetzt ein Superior Zimmer an. Das ist also nochmal eine Kategorie höher vom Standardzimmer. Das Tolle ist ja, hier in der vierten Etage sind wir jetzt, hat man noch einen richtig tollen Blick direkt in den Zwinger hinein. Ja, also es gibt verschiedene Zimmerkategorien. Das ist wie gesagt ein Superior Zimmer und dann gibt es ein Standardzimmer und dann gibt es auch das Deluxe Zimmer. Auf dem im ganzen Gelände hier verteilt, im ganzen Hotelgebäude verteilt. 213 Zimmer gibt es
in der Anzahl, in der kompletten Anzahl, das ist relativ viel, finde ich. Und wie gesagt, wir sind ja auch ziemlich zentral hier in Dresden und können von hier aus sämtliche Sightseeing-Touren starten und haben es überhaupt nicht weit, die größten Sehenswürdigkeiten hier zu erreichen, zu Fuß. Gut, dann schauen wir uns mal das Badezimmer nochmal an. Badewanne, Dusche, Waschbecken. Also das Badezimmer ist relativ modern, muss ich sagen. Und gefällt mir sehr. Ist auch in fast allen Zimmern ziemlich, ziemlich groß. Ja, und das Tolle an diesem Zimmer ist ja tatsächlich der Blick nach draußen. Man hat hier eine große Chance, überhaupt einen guten Blick zu bekommen, denn ringsherum sind ja nun mal nur tolle Gebäude, die einen tollen Blick uns geben. So, und als nächstes schauen wir uns eine Business Suite an. Und die besteht aus mehreren Zimmern und hier haben wir gleich eine ganz spezielle, das ist nicht in jedem Zimmer so, ein Arbeitsbereich mit einem Kuhfellpolster. Oder dann haben wir hier das Schlafzimmer. Das sieht ganz nett aus, sieht eigentlich aus wie eine richtig tolle Wohnung in der Altstadt von Dresden, aber hier in einem Hotel. Übrigens hat hier schon der Terence Hill mehrere Tage übernachtet. Und mit einem Blick nach draußen, dort unten im Innenhof, das ist nämlich der Innenhof, wird im Winter, Januar, Dezember, eine ganz große Eisbahn aufgebaut. Und da kann man dann Schlittschuh fahren und das ist für Hotelgäste dann kostenlos. Gucken wir weiter, auch einen großen Kleiderschrank da, ein Bad, ein großes Bad mit Badewanne, Toilette, Dusche. Und man hat aber auch noch ein separates WC hier. Genau. Ja, toll finde ich ja tatsächlich diesen Arbeitsbereich hier. Dann habe ich hier wieder die typischen Holzmöbel. Da ist dann der Fernseher drin. Die werden jetzt wohl demnächst ausgetauscht werden, denn das Haus ist ja seit 1995 offen und seitdem stehen dann auch die Fernseher dort. Aber ganz ehrlich, wer guckt denn schon Fernsehen im Hotel? Also ich nicht, wir nicht. Unten ist dann die Minibar. Die ist zurzeit leer wegen Corona, aber die wird auch hier definitiv bald wieder ganz normal angeboten. Ja, was erst so unscheinbar klein aussieht, ja, gehen wir mal ein bisschen näher rein. Ist eine große Palais-Suite. Also es gibt ja hier 31 Suiten, was relativ viele Suiten sind für so ein Hotel. Und drei Palais-Suiten. Also ich habe ja einen ganz großen Wohnbereich mit ganz großen Fenstern. Mit Blick nach draußen natürlich auf das Residenzschloss. Und da geht es dann weiter in das Schlafzimmer, Schlafbereich. Hier ist auch nochmal ein Arbeitsbereich, ähnlich wie in der Business Suite, auch mit den ähnlichen Stühlen. Und weiter in das große Badezimmer. Ja, eine große Badewanne. Dahinter ist die Dusche und die Toilette ist hinter dem Spiegel. Ja, alle sind relativ ähnlich gehalten mit den weißen Fliesen an der Wand. Aber wie gesagt, hier in der Palais Suite ist das Badezimmer relativ groß. Doppelbett. Ja, schön. Und wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, ist in jedem Zimmer, egal ob Suite oder Standardzimmer, sind die gleichen Möbel aufgestellt. Und jetzt schauen wir uns mal das Highlight des Taschenberg Palais an. Die Kronprinzen-Suite. Also ich habe noch keine größere Präsidenten-Suite gesehen, denn es ist die Präsidenten-Suite. Sie heißt die Kronprinzen-Suite. Ist unglaublich groß. Das ist der Wohnbereich mit einem ganz, ganz großen Esstisch.
Dann Sofa mit großem Fernseher. Hier ist nochmal ein kleiner Aufenthaltsbereich mit Blick auf die Semperoper und den Zwinger. Ja, aber das Tollste, ja, es ist ja diese die Kronprinzen-Suite besteht ja nicht nur, wenn man das möchte, nicht nur aus dem riesengroßen Wohnbereich und dem Schlafbereich dort. Nein, wenn man möchte, kann man die ganze Hälfte der Etage 2 des Taschenberg-Palais für sich buchen, nämlich bis nach dahinter. Schaut mal, das ist also bis zum anderen Ende des Gebäudes. Dazwischen liegen noch drei andere Zimmer, zwei Suiten und ein normales Zimmer. Und ihr könnt das sehen, jedes Zimmer, jedes Bett hat eine eigene Farbe. Das Suitenbett hier hat die grüne Farbe, ist alles ein bisschen in grün gehalten, auch die Gardinen, also die Vorhänge. Das andere ist blau, das nächste ist gelb. Aber normalerweise würden über den Betten noch eine Überdecke drauf liegen, also in der entsprechenden Farbe. Aber darauf hat man aktuell verzichtet aufgrund von Corona, denn diese Decken kann man nicht wirklich waschen, also nicht heiß genug. Und wenn man machen würde, dann wären sie wahrscheinlich noch halb so groß. Also verzichtet man darauf und lässt es einfach weg. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. Bis nach da hinten können wir gucken. Aber eins haben wir uns nicht angeschaut, und zwar das Badezimmer. Hier ist dann auf der rechten Seite, also wenn man aufs Bett guckt, auf der linken Seite das Badezimmer. Das ist nicht ganz so groß wie zum Beispiel eben in der Palais Suite. Hier ist das die Badewanne, Dusche, da ist nochmal eine Toilette und zwei Waschbecken. Gut, dann haben wir erstmal alles gesehen. Also eine Menge Zimmer gibt es hier, wie gesagt, 213 Zimmer, 31 Suiten und ja, nur eine Präsidenten-Suite und drei Palais-Suiten. Aber ich finde, die Auswahl ist schon ziemlich groß. Und wie gesagt, wenn man einen entsprechenden Status hat oder über unsere Webseite gebucht hat, über das Virtuoso-Programm, dann hat man ein automatisches Upgrade dann in eine nächsthöhere Kategorie zum Beispiel. Und das kostenlose Frühstück nicht zu vergessen. Es gibt noch ganz viele andere Restaurants und auch Cafés hier in diesem Gebäude, aber nicht jedes gehört zum Hotel. Ja, zum Beispiel das Frühstücksrestaurant, das ist das Carsten Meyers, gehört dazu, aber abends ist das Carsten Meyers ein der bekanntesten Restaurants der Stadt, wenn nicht sogar das beste Fischrestaurant Sachsens. Und wir waren da gestern Abend essen, ich zeige euch mal ein paar Bilder davon. Und am zweiten Abend sind wir im Restaurant Carsten Meyers. Das ist ein Fischrestaurant. Da, wo auch morgens das Frühstück stattfindet, verwandelt sich dann nachmittags in ein Fischrestaurant. Hier haben wir heute eine Experience, also eine Dinner and Wine Experience mit verschiedenen Weinen, die wir probieren können und dazu natürlich leckeren Fisch. Genau, und Sie haben das Überraschungsmenü jetzt, oder das hat sie uns angedient und das fanden wir echt toll. Gibt es jeden Tag ein anderes Überraschungsmenü, sehr fischlastig, aber das finden wir gut. Und wir sind jetzt mal gespannt, was es werden wird. Aber erstmal Titoché, Rosé, zweiter Tag, zweiter Champagner. Unglaublich. Das ist schön, ja. Fast den Flieger. Das stimmt. Tschüss. Schön. Die Steinbrücke zum Beispiel können wir schön auf der Kante Gräte grillen. Rote schneiden wir braun natürlich. Ja. Also nicht für mich alleine. Zum Beispiel. Schwerpunkt Sauvignon Blanc ist ein bisschen in der Kurve, ein bisschen riesig. Das ist so Sommerterrasse. Okay. Ja, ist ziemlich fruchtig, ne? Ja, ziemlich cool. Das macht der Sauvignon. Das ist diese Limette Holunder, was hier so ein bisschen mitkommt. Die Vorspeise, beziehungsweise, das ist Vorspeise, ja krass, haben wir ein Thunfisch-Tatar. Sorry. Die Steinbrüche gestern waren schon fantastisch. Da haben wir ein pochiertes Ei auf Spinat und Kartoffelbrei. Also Kartoffelbrei mit einem pochierten Ei und Kaviar. Eigentlich ist es genau das,
Oh mein Gott. Was ich im Flugzeug essen würde. Das ist perfekt. Nur das pochierte Ei wird schlecht im Flugzeug. Ist jetzt noch der 18. Jahrgang, ist 75% Grauburgunder erste Lage, aus der Heiligkreuz, aus Boschwitz hier am Meißen. Beste Weingut, das erste VDP-Weingut, das wir hier gehabt haben. Und der Grauburgunder ist gut. Ja, perfekt, haben wir gestern gehabt. Ja, da fehlen aber ein bisschen zum Essen die Säure, die schmutzig wird. Okay. Deswegen machen wir 25% Rüffinger. Es ist neben dem echt extrem leckeren Essen, es war eine richtig gute Weinerklärung und eine Weintour durch die heimische sächsische Riesling bzw. eher so Kastenmeiers Weinauswahl. Ja genau, und wer es mal wissen möchte, der googelt mal eben Gerd Kastenmeier, dann weiß derjenige auch oder wissen unsere Zuschauer zumindest, wo wir hier gerade sind. Also einfach mal Gerd Kastenmeier, wieder Kasten und dann Meier mit EI. Dann wisst ihr Bescheid. Schlecht. Es war unglaublich schön, das Personal und die Tour, die Experience mit dem sehr, sehr ausgewählt, sehr, sehr gut ausgewählten Wein vom Küchenchef, also von Herrn Kastenmeier. Macht das bitte auch, wenn ihr hier seid. Dann gibt es noch das Paulaners und den Sophienkeller. Die beiden Restaurants gehören nicht zum Kempinski, aber könnt ihr natürlich gerne weiter besuchen. Dann gibt es noch das Palais Bistro und das gehört wiederum zum Hotel. Da könnt ihr hingehen, wenn ihr zum Beispiel über unsere Hotelsuche bucht, bekommt ihr ja das Lunch oder mit 15 Euro pro Person Aufpreis ein Dinner. Das wäre dann ein 2- oder 3-Gänge-Menü, das ist also vorgegeben und mit alkoholfreien Getränken kostenlos dazu. Ich wünsche einen recht schönen Abend. Danke. Wir werden heute gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Okay. Wir haben einen tollen Abend vor uns. Wenn man dieses Dinner oder das Lunch sich reserviert, bekommt man ein 3-Gänge-Menü. Und wichtig, alle nicht-alkoholischen Getränke sind übrigens in dem Package auch mit dabei. Nur alkoholische Getränke in dem Fall nicht. Tschüss. Tschüss. Geschmorte Steinpilze mit Frühlingslauch und grünem Spargel. Steinpilze, ne? Oh, Creme Brûlée und Eis, Früchte und einen leckeren Dessertwein, ja. Faszinierend, muss ich sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr hierher geht und das Angebot, wie wir es gemacht haben, was wir über unsere eigene Hotelsuche gebucht haben, wahrnimmt und die 15 Euro pro Person Aufpreis bezahlt. Das ist echt tipptopp bis jetzt. Und dann gibt es noch eine Bar, die Karl-May-Bar. Die ist ab 18 Uhr geöffnet für sehr gute Cocktails, ja, außergewöhnliche Cocktails. Einige Kreationen von auch den berühmten Gästen sind da schon bereits in die Liste gekommen, in die Menüliste. Solltet ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr hier seid, einen Abend mal für eine Stunde, zwei Stunden mal Cocktail trinken oder halt auch einen von den außergewöhnlichen Weinen. Der Pool befindet sich im 5. Stockwerk, also ganz oben, sonst immer ganz unten, aber hier im Taschenberg Palais ganz oben, und der wurde erst Ende 2018 wieder eröffnet nach der Restaurierung und der ist wirklich toll. Ich hoffe mal, dass da jetzt nichts los ist. Dann guck ich mal. Das ist der Pool, sagt doch. Toll, oder? Mit dem Sternenhimmel und tollen Liegemöglichkeiten. Also die Liegen sind quasi so ein bisschen in das Mauerwerk hineingebaut und kann ich da hineinlegen. Also das finde ich eine tolle Sache, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht was zu tun, würde ich jetzt sofort da reinspringen. Aber zurzeit ist der Pool von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund der, ich denke mal, wegen Personal bzw. auch wegen der Corona-Geschichte. Normalerweise nämlich bis 22 Uhr. Dann gibt es auch normalerweise auch also eine kleine Bar bzw. Aufenthaltsmöglichkeit, die aber auch zurzeit nicht angeboten werden kann. Außerdem gibt es hier gegenüber vom Pool noch den Spa-Bereich. Da kann man sich Gesichtsbehandlungen,
Körpermassagen buchen mit zwei Räumen, die man also immer quasi zur Verfügung hat, zur Auswahl hat. Und ja, mit verschiedenen Treatments. Neben dem Pool, was ich euch ja schon gezeigt habe, gibt es auch noch das Gym. Also es ist eher die Gym Suite, so wird es hier genannt. Fitness Suite heißt sie. Da müssen wir hoch ins erste Stockwerk. Ja, und das ist hier die Fitness Suite. Ich mache mal schnell wieder zu hier. Mit zwei außergewöhnlichen Laufbändern, einem Crosstrainer da hinten, also alles neue Geräte. Tatsächlich sieht man diese Geräte sehr, sehr selten. Also es ist quasi ganz neu auf dem Markt. Mit ein paar Gewichten, ein Rudergerät. Ja, da eine kleine Theke mit frischem Wasser und Handtüchern. Ja, nicht groß, aber fein, muss ich sagen. Alles gezeigt hier vom Taschenberg Palais in Dresden. Das ist ein tolles Hotel, muss ich sagen. Tolle Zimmer, tolle Suiten. Und unsere Junior Suite war schon, muss ich sagen, also toller Blick, also echt extrem toll. Muss ich sagen. Mir hat es gut gefallen, muss ich sagen. Ich war erstaunt, was sie alles gemacht haben. Besonders das mit dem Akku, muss ich sagen. Also, dass sie besser runter sind und gesagt, okay, der Kollege ist jetzt mit dem Schlüssel unterwegs, wo die Fahrräder drin war. Wir bringen euch den Akku. Da hat sie den Akku gebracht. Ich meine, das klingt jetzt so lächerlich, aber kriegt den erstmal als jemand, der das Fahrrad nicht kennt, raus. Reinschieben, rumdrehen, Akku kommt ein bisschen, oben auf die Lasche drücken, Akku rausnehmen. Und dann haben die zwei Mädels, und es tut mir ja echt leid, unser Fahrrad nach oben getragen. Oh Gott, oder sie haben doch andere Wege. Oder sie haben andere Wege, die wir nicht kennen. Ja, aber der Service ist schon sehr gut hier gewesen. Ja. Die ganzen vier Nächte, die wir jetzt hier waren. Wir haben noch eine Nacht, morgen reisen wir ab, aber heute haben wir erstmal ein kleines Fantreffen hier in Dresden. Aber dann machen wir keine Aufnahmen heute, das ist auch nicht im Vlog drin. Aber ihr solltet euch unbedingt mal unseren Vlog anschauen von Dresden, von unserer Radtour, von unserer Sightseeing-Tour hier durch Dresden. Ja, und auch gerne unsere anderen Hotelrundgänge. Schloss Lisa ist ähnlich gut gewesen, muss ich sagen. Am besten mal auf das i drücken. Ja, jetzt muss ich noch sagen, wir haben das Hotel übrigens bezahlt, genauso wie Schloss Lisa. Also wir sind nicht eingeladen worden, nur dass ihr Bescheid wisst. Gut, das war's jetzt. Viel zu lang schon wieder. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.